Werden Mieteinnahmen wie Gehalt bewertet? Nun, nicht ganz, aber so ähnlich. Wenn ich klassische Vermietung habe, Wohnimmobilien, und ich bin nicht über die Ortsgebühr Vergleichsmiete hinaus, ich habe jetzt auch keine Sondervermietung, wie WG-Vermietung, zimmerweise, möbliert, kurzfristig etc., dann kann ich davon ausgehen, ja, Abschlag 25% Bewirtschaftungskosten, ganz grob, und dann habe ich hier meine entsprechende Mieteinnahme und alternativ hätte ich mein Nettogehalt gehabt. Der Vorteil, die Mieteinnahme läuft auch ins Rentenalter noch mit rein. Beim Gehalt endet es mit Jahr 67 und dann beginnt entsprechend dann mein Renteneinkommen, wenn ich denn entsprechend in die gesetzliche Rentenversicherung oder sonstige private reinbezahlt habe, die dann angesetzt werden könnten. Nun, was ist denn jetzt, wenn ich nur Mieteinnahmen habe und kein Gehalt mehr habe? Dann ist natürlich nicht so toll, weil dann bin ich Privatier. Das hat jetzt nichts mit der Einkommenssituation an sich zu tun, sondern dass der Haken bei Angestellten einfach fehlt. Selbst wenn die Mieteinnahmen aus dem Angestelltenverhältnis minimalst oder die Einnahmen aus dem Angestelltenverhältnis minimalst sind im Verhältnis zu den Mieteinnahmen, selbst dann habe ich ein Problem, wenn der Haken einfach fehlt, denn es gibt diverse Banken, die da nicht mehr finanzieren wollen. Die Privatiers verstehen sie nicht. Sie wollen also dieses Einkommen haben. Auch wenn es so noch so niedrig und noch so blödsinnig ist, dann haben sie das trotzdem gerne. Also hier das 2.000 Euro Nettoeinkommen und die 16.000 Euro Mieteinnahmen pro Monat dagegen. Was spielt es da noch für eine Rolle, ob das 2.000 Euro Gehalt da ist oder nicht? Es ist gerne gesehen, dass es da ist. Deswegen wird zum Beispiel auch das Mama GmbH-Modell extra Video entsprechend haben, mit dem Konstrukt eben das Gehalt möglichst lange zu erhalten. Aber zwingend ist es nicht. Also es funktioniert natürlich schon auch als Privatier entsprechend zu finanzieren. Und von der Haushaltsrechnung ist es gar kein Thema, es ist eher nur der Haken hier, der entsprechend berücksichtigt wird. Und ansonsten ist natürlich eine super Sache, um ein niedriges Einkommen zu heben, indem ich viele Mieteinnahmen produziere, niedrige Darlehensraten dagegen habe. Auch Stressannuität muss natürlich hier berücksichtigt werden, die 25% Abschlag. Dann kann ich also mein Haushaltseinkommen kräftig erhöhen, um da Puffer zu schaffen in der Haushaltsrechnung. Ich muss natürlich aufpassen, es gibt Banken, die setzen einfach alle Einnahmen, Mieteinnahmen und in mein Gehalt an und setzen anstatt Pauschalen einen Prozentwert und eine Mindestpauschale an. Da steigt es natürlich trotzdem weiter an, die Lebenshaltungspauschale, und dann kann ich natürlich unter Umständen trotzdem noch mit sehr hohen Mieteinnahmen, wenn sie eben im Verhältnis zu den Darlehensraten nicht deutlich höher sind, ein Problem bekommen, dass mir die Lebenshaltungspauschale immer noch einen Strick durch die Rechnung macht und mir die Mieteinnahmen immer noch nicht reichen, obwohl ich so viel Lebenshaltungskosten gar nicht verursache, dass mir dann nachher 3.000 oder 5.000 Euro Lebenshaltungskosten im Monat als Single zum Beispiel angehängt werden, anstatt 900 oder 1.200, was vielleicht üblich wäre bei einer anderen Bank. Das ist also je nach Bank unterschiedlich, ob ich pauschal oder pauschal als Mindestwert und aber eigentlich variabel prozentual vom Einkommen entsprechende Lebenshaltungspauschalen habe. Aber um die Kernfrage zurückzukommen, Mieteinnahmen vereinfacht, einfach 25% Abschlag nehmen. Wenn es die ortsübliche Vergleichsmiete ist, dann sollte schon die ortsübliche Vergleichsmiete nehmen. Wie jetzt Sonderformen angerechnet werden, gibt es ein separates Video dazu und dann funktioniert die Sache.